Gott. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, liebe Freunde, Schwestern und Brüder, Herr Landtagspräsident, der Stadtrat. Die Begrüßung brauche ich nicht ausführlich, ihr seid schon alle genannt worden und gemeint. Die Vorredner waren so kurz und knackig, dass ich 2 Minuten mehr habe. Oder? Und wegen dem Turbo-Bischof muss ich sagen, blöde Bemerkung ist mir eingefallen, gesagt, ich habe wenig ungute Stehzeiten. Ja? Gut gedachtet. Aber heute geht es nicht um Turbo, sondern dass wir zusammen sind, uns einen Tag gönnen, um auf das Wesentliche zu schauen, auch miteinander zu überlegen. Es soll ein Tag sein der Inspiration für euch alle, der Vergewisserung von Erfahrungsaustausch, auch Gesichter kennenzulernen. Wer ist denn da in der Diözesanleitung, in den verschiedenen Abteilungen? Ein besonders herzliches Willkommen denen, die neu sind in den Pfarrgemeinderäten. Vielleicht können Sie mal aufstehen. In dieser Periode neu im Pfarrgemeinderat. Na bitte. Sei gut deutlich unsere Mitte an diesem Tag. Schenke uns deinen Geist, dass wir miteinander das Wesentliche überleben, uns nicht verlieren. Stärke unser Herz, unseren Geist, damit wir mit Freude den Dienst wahrnehmen können, der uns übertragen wurde. Wir danken dir, vor allem für das Viele, was wir oft selbstverständlich erachten. Danke dir vor allem für die Menschen, für die wir da sein dürfen. Pfarrgemeinderäte, ich danke euch allen sehr herzlich, dass ihr Verantwortung übernommen habt in unseren Pfarrgemeinden. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, dass wir alle geplagt sind von einem zu viel an Aufgaben, an Dingen, die wir unbedingt machen müssen, wo wir uns auch oft hineintheatern. Aber dass man sagt, ich schenke der Pfarrgemeinde diese Zeit, diese Energie, diese Aufmerksamkeit, das ist sehr kostbar. Danke herzlich dafür. Ihr gebt unserer Kirche vor Ort ein Gesicht. Man weiß, diese Frau, dieser Mann, der steht für unsere Kirche. Damit wird man natürlich angreifbar, man outet sich, um das theologische Wort dafür zu nennen. Man ist angreifbar, man ist vielleicht manchmal im Spott ausgesetzt, was du tust denn das auch mit der Kirche. Aber das ist sehr wichtig, dass Menschen da sind und sagen, ich stehe dazu. Mir ist das kostbar. Ich muss kurz. Was auf Franken muss reinbauen. Als ich meine Industriepraktikum bei der FÖS gemacht habe, das war ein Monat im Rahmen unserer Ausbildung im Priesterseminar, war ich auf dem Schrottplatz, wo die Waggons ausgeleert wurden und ausgekehrt werden mussten. Ich war ein bisschen zu schnell, bevor wir dann so geräumt ins Ruck. Das war noch vor der Privatisierung. Die Menschen wissen das und schätzen das.
Sie werden in den entscheidenden Momenten zu euch kommen. Sie stehen für jemanden, der unser Leben trägt. Man ahnt, da ist mehr ein Plus. Danke dafür. Ihr schaut auch, dass der Laden läuft. Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe fast meine ganzen Priesterjahre in der Pfarrseelsorge verbracht. Also ich weiß, in Abwandlung von einem Zitat von Karl Valentin, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Farbe ist schön, macht aber viel Arbeit. Ja? Also vom Schneeschirm bis zur Schneeschaufel bis zur Kinderliturgie, vom Vorkaffee bis Lektoreneinteilung und. Kann ich das Haus sagen, nicht vergessen? Die Laufkraftwerke der nächsten Liebe. Danke für diese Arbeit. Ihr seid Netzwerke der Aufmerksamkeit. Mein erster Punkt lautet Sehnsucht. Am Anfang steht die Sehnsucht. Meistens möchten wir, weil wir aufgelegt sind, etwas zu tun, was zu im Werken steht, der Wunsch nach einem Konzept. Was ist der Auftrag? Was müssen wir tun? Das, was da alle konkret sind. Vor allem tun, aber geht es um die Sehnsucht im eigenen Herzen. Will ich, ist die Frage, dass möglichst viele Menschen meiner Ortschaft mit dem Evangelium von Jesus in Berührung kommen? Will ich, dass Kirche und Gottesdienste wieder zu einem Ort, einem Treffpunkt werden, wo der Mensch das Ganze ankommt? Ein Umschlagplatz des gelebten Glaubens ist? Oder sind wir zufrieden, wenn es halt irgendwie so recht und schlecht weitergeht? Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Das meint seinen Geist. Feuer. Wie froh wäre ich, würde es schon nennen. Es braucht in unseren Herzen Feuer. Vielleicht kennt jemand das Memorial von Blaise Pascal, das war ein Physiker, Mathematiker, Philosoph, 17. Jahrhundert, und er hat in seiner Rocktasche eingenäht sein Erlebnis seiner ersten Gottesbegegnung. Es heißt dort, es war am 23. November 1654, zwischen 10:30 in der Nacht und 1 Uhr morgen, Feuer, plötzlich erfüllt mit Gewissheit. Nicht der Gott der Philosophen und der Gelehrten, sondern der Gott Abrahams. Feuer, tiefe Gewissheit, Tränen der Freude. Das hat er immer mit sich getragen, dieses ursprüngliche Feuer. Bringt in uns dieses Feuer? Oder sind wir Nachlassverwalter einer Volkskirche, die zu Ende geht? Bringt in uns dieses Feuer, dass möglichst viele Dorfbewohner, Bewohner des Stadtteils, wieder zum Glauben an Christus finden, dass hier Begegnung an diesem Ort stattfindet, dass ein Wir-Gefühl gestärkt wird. Oder sind wir froh, wenn es kein Wir mehr gibt, wenn alles so halbwegs irgendwie ohne größere Aufregung über die Bühne geht, wenn wir noch ein paar bei der Stange halten, steht sie dieses Noch, ist immer verräterisch, gell? Wie viel gehen noch Kirchen? So wie alle oben auch. Es ist jeden Sonntag die größte Veranstaltung in unserem Lande. Zählen wir mal zusammen, oder? Da können Parteiveranstaltungen nicht mithalten. Denn Farbe.
Unser Wort Pfade kommt von Barokia, kommt vom griechischen Wort Baroikia. Das ist zusammengesetzt Baroikos, was wörtlich übersetzt heißt am Haus oder beim Haus. Man könnte sagen, zum Haus gehörig. Also Kirche am Anfang, die ersten Gemeinden, sie in Kleinasien und darüber hinaus wachsen, waren Hausgemeinschaften Jesu. Kann man sagen, Großfamilien im besten Sinn. Und Baroikos heißt in der Nachbarschaft. Zusammengehörend. Das heißt, im Wort Pfarre, Baroikia, vom Griechischen her, steckt schon drinnen eine Aufmerksamkeit für die Nachbarschaft. Diese Gemeinschaft von Gläubigen lebt nicht für sich allein. Und das haben wir auch so schön in diesem Motto der Wahl: Da, ich bin da. Punkt. Für. Das ist mal unglaublich schön. Für das Motto für die Finden der neuen Pfarrkirchenräte und der Pfarrgemeinderäte. Barbekir kann aber auch heißen nebenan. Das heißt neben dem wohnbaren Gebiet. Und das war für die erste Kirche eigentlich, sagen wir, der Ort, wo sie sich entfaltet hat. Neben dem Gebiet, wo die Besseren gewohnt haben, wo die Bürgerlichen, wo so die Mittelschicht gewohnt hat, daneben. Baroikia, in den Randzonen, dort wo es soziale Probleme gegeben hat, wo auch schon ein multikultureller Mix war, dort hat sich Kirche entfaltet. Markus, du kommst nicht um den Lohn des Himmels, wenn du so einen Armen an was bringst. Zur Sicherheit jetzt mal. Also, was bedeutet Pfarre? Zum Haus gehörig, das heißt zum Haus Gottes gehörig, das Haus bewohnend. Wir sind Christen und Christinnen, alle, die ihr da seid, verantwortungsträger in unserem Pfarren. Seid ihr auch in eurem Dorf zu Hause? Das ist ganz wichtig. Seid ihr in der Siedlung zu Hause? Wisst ihr, was dort los ist? Was die Leute beschäftigt? Seid ihr Menschen, die etwas an sich heranlassen? Oder seid ihr Sonderlinge, Menschen, die nicht Baroikia, die nicht dort wohnen, mit dem Herzen nicht da sind? Also das würde man sofort merken, Vertrauen hat man zu gläubigen Menschen, die sagen, ich bin da wirklich daheim. Diese Ortschaft, dieses Dorf, diese Nachbarschaft, diese Siedlung, dieses Haus, denken wir drüber ans Oberdorf, andere Teile von Innsbruck, wo es große Wohnhäuser und Blöcke gibt, bin ich dort richtig zu Hause? Baroikia. Ich möchte jetzt mit euch 7 Fragen durchgehen, um so eine Spur zu zeichnen für einen, sagen wir, geistvollen, solidarischen und zuversichtlichen Weg für unsere Pfarrgemeinden. Diese Fragen, bitte nehmt sie mit nach Hause und ihr könnt das auch so für eure Zusammenkünfte bei der Klausur, eine Sitzung immer wieder auch eigene Fragen herausnehmen, wenn es euch überzeugend erscheint. Ihr könnt das selbst natürlich nur urteilen, es ist keine Vergabelung zu dieser Hausaufgabe. Es sind 7 einfache Fragen. Aber ich hoffe, dass es Fragen sind, die uns im guten Sinn nervös machen und unruhig machen. Die erste Frage ist: Ist Jesus die Mitte all unserer Aktivitäten? Ist Jesus die Mitte? Kann man sagen, ja natürlich. Wir haben so viele Andachten, Gottesdienste, selbstverständlich. Wir haben Brauchtum, vielleicht jetzt nicht dort beim Urlaub, bei einer anderen Tradition, aber wir haben so viel christliches Brauchtum, im Sebastian, in Telfs, da läuft die ganze Stadt, oder der Staat ist es nicht, das ganze Ort ist da unterwegs und so weiter und so fort. Also, ja, aber ich frage bei all unserem frommen Tun, bei den vielen an Geschäftigkeit, ist Jesus wirklich die Mitte? Und welcher Jesus? Ein kitschiger Jesus? Ist der Jesus nein? Oder ein nur theoretischer Jesus, wenn man mal irgendwas gehört hat? Oder der gesagt hat, du bist mein Freund?
nenne dich nicht mehr Knecht, nicht Sklave, und du bist mein Freund. Ein Jesus, der Relevanz hat, der dann auch ein Stück weit fremd ist. Ich habe mich jetzt bemüht, ein kleines Büchlein zu schreiben mit einem Psychiater zusammen. Die fremde Gestalt, Gespräche über den unbequemen Jesus. Nennen wir Jesus beim Namen. Haben wir auch eine persönliche Beziehung zu Gott? Da ist er wirklich die Mitte. Ja, wir leben in einer sehr nervösen, ungeduldigen Gesellschaft, wo Menschen tatsächlich diese Mitte suchen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem tibetischen Mönch, der von Graz nach London flog, und ich war auch unterwegs, habe ich dort Alpha-Kurs und die Alpha-Gemeinde mich angeschaut, übrigens heute auch bei einem Stand hier vertreten, das ist dieser Alpha-Kurs. Jedenfalls frage ich ihn, was macht er denn in Graz? Der hat Massen von Zuhörern und er sagt ganz einfache Dinge. Menschen zur Mitte führen, dass sie zur Ruhe kommen. Aus dem Wirbel dessen, was sie zerstreut, herausnehmen. Und denke ich mir, Mensch, das können wir auch. Das gehört auch zu unserer Spiritualität, Menschen zur Mitte zu führen. Aber diese Mitte ist nicht abstrakt. Die Mitte ist nicht mein Bauchnabel. Es dreht sich dann alles um mich. Sondern die Mitte ist Jesus, der Herr, der Lebendige. Und für diese Freundschaft braucht es eine Zeit. Also diese erste Frage hat es in sich. Lebe ich in diesem herzlichen Verhältnis zu Gott, in einem herzlichen Verhältnis zu Jesus? Und nehme ich mir auch eine Zeit dafür. Sonst ist man schnell draußen. Ich merke das bei mir jetzt auch als Bischof. Es sind sehr viele Anliegen und Aktivitäten und Dinge, die man zu erledigen hat, Termine. Aber die Zeit für das Gebet, wenn ich die streiche, dann werde ich nervös, habe ich keine Mitte bei mir und weiß dann eigentlich nicht, was ich sagen soll, wofür ich stehe, wofür ich laufe. Die Form ist stark. Wir haben starke Traditionen, starke Gottesdienste. Aber was ist drinnen? Gibt es eine Lebendigkeit? Die Leute fragen mich immer, ja du im heiligen Land Tirol, und dann schnupft man so blöd, gell? Aber das ist nicht ernst gemeint. Ich sage, Moment, so heilig wie Wien und Steiermark sind alle mal noch, gell? Das kann man nicht bewerten, das ist aber ein Blödsinn. So haben wir nicht an der äußeren Form. Heilig sind wir, weil wir zu Jesus gehören, und dann jeder, eben ist jeder beschenkt, und niemand der Weltmeister. Aber das ist die Mitte. In diesem Innenrandhaus in Graz komme ich in ein Zimmer hinein, da sind zwei Bauern aus der Oststeiermark und ein Moslem. Und die Bauern sagen, mein Herr Pfarrer, gut, dass du da bist. Der da drüben, der gibt uns ganz schön was zum Auflesen. Der fragt so viel. Genau. Da habe ich gesagt, das kriegt er schon recht. Bei ihm lag der Koran am Nachkastel und bei ihnen halt die Koranzeitung. So nichts gegen die Koranzeitung. Aber so haben sie ja eine Situation. Ja, was soll man da sagen? Und er hat immer Glaubensgespräch gesucht mit den zwei Bauern aus der Oststeiermark. Und die waren total jockierend, denken aber schon. Aber was man glaubt, was soll man da sagen? Wir sind jetzt in Kirche, gehen aber schon. Aber was man glaubt, was soll man sagen? Ich habe gesagt, dann denkt es halt aber noch. Ist unsere Mitte Jesus? Oder ist bei den diversen Sitzungen das nur ein frommer Aufputz am Anfang ein Gebet, damit wir halt irgendwie so ein schönes Mäntelchen haben? Oder lassen wir uns vom Wort Gottes in Frage stellen? Was tun wir denn? Jetzt kommen wir mal zum zweiten, zur zweiten Frage. Lassen wir uns stören von Jesus, von seinem Wort, von seiner Gegenwart. Zweite Frage, machen wir das Richtige? Auch eine einfache Frage. Na nett. Muss man sich immer fragen. Machen wir das Richtige? Also angesichts der beeindruckenden Vielfalt, was ich schon erlebt habe in den Fahrern, in den Dekanaten, wenn man draußen durchgeht, heute diese Markthalle der Angebote, des Services,
der zentralen Stelle in unserer Diözese, der vielen Initiativen. Gestern, katholische Familienverband, für mich total beeindruckend, was sie mir alles vorgestellt haben. Jetzt könnte ich jeden Tag nennen, wo ich wieder sagen muss, wow, großartig. Und in den Faden hineingeschaut, und trotzdem sage ich, bei den vielen machen wir das Richtige. Es stellt sich die Frage eben nach der Priorität. Auch Personal und Finanzen sind auch begrenzt. Wofür lohnt es sich Energie, Zeit und pfarrliches Herzblut aufzuwenden? Wie lautet der Auftrag des Evangeliums für diese Pfarrgemeinde an diesem Ort? Und die ist wahrscheinlich in Ötz anders als in Neubrattel. Also was ist die Mission dort? Was ist das Mission Statement? Merkt ihr, ich liebe diese Urausdrücke. Ja. Jede Firma muss ihr Mission Statement irgendwann einmal festlegen und sagen, darauf fokussieren wir uns, dieses Produkt erzeugen wir, das ist die Personengruppe, die wir im Blick haben. Wofür sind wir denn da an diesem Ort? Prioritäten setzen. Das gesellschaftliche Umfeld und der Lebensrhythmus der Leute hat sich gewandelt. Wenn wir glauben, dass die Leute weiterhin alle in der Früh am Sonntag aufstehen und Kirchen gehen, haben wir uns getäuscht. Die wollen ausschlafen. Nicht, die wollen einen Brunch machen. Die wollen aber auch Ruhe haben. Und jetzt wird es Kirchen. Ist zack. Da musst du schon ganz schön an und zusammenreißen, dass das funktioniert. Wenn du noch Kinder hast, nochmal anstrengen. Der versteht sie ja. Ich sage nicht, dass wir das jetzt ändern, die Vormittagsgottesdienste am Sonntag, aber alternativ, warum nicht einen Gottesdienst im Sehnsuchtraum um 15 Uhr? Oder 14 Uhr oder 16 Uhr oder 17 Uhr? Muss man entscheiden. Der Lebensrhythmus hat sich gewandelt. Von der Jugend rede ich noch gar nicht. Für die ist 9 Uhr oder ab 10 einfach für die meisten ein No-Go am Sonntag. Also, was ist unsere Mission? Und das lohnt sich, das zu leben. Nicht, weißt du, welche PR-Aktivitäten kommen zu uns. Ein Beispiel von zwei Sozialvereinen, die ihren 30. Geburtstag gefeiert haben. Das heißt, die erste Generation ist ein bisschen ergraut. Und die Mitglieder sind alt geworden oder sind schon im Altersheim. Und die Jungen kommen nicht. So, sie feiern beide Jubiläum. Der eine Verein macht eine Fotoausstellung von allen Aktivitäten der letzten 30 Jahre. Wunderschön. Sie bieten an Kaffeetreffs, Kaffeeplauscher zum Kennenlernen des Vereins. Sie haben Geschenke vorbereitet für die, die zufällig kommen werden. Der zweite Verein, so wofür haben wir uns eigentlich gegründet? Wir haben angefangen, dass wir jungen Leuten eine Chance für ihr Berufsleben vermitteln, sie begleiten. Heuer nehmen wir uns vor, dass kein Abgänger vom Polytechnikum ohne Arbeitsstelle bleibt. Jeder begleitet eine ganz persönlich. Das Jahr vergeht, das Jubiläumsjahr. Was glaubt ihr, welcher Verein Mitglieder gewonnen hat? Wer ist für Verein Nummer 1? Jetzt ist alle wieder gecheckt. Aber das war so sympathisch. Schönes Prospekt. Die Fotos, wie das toll war seinerzeit, gell? In der Aufbruchszeit der 70er, 80er Jahre. Und jetzt sind wir alt. Wenn wir zurückkehren zu der eigentlichen Mission, was ist denn jetzt der Ruf Gottes? Wir werden bald einen Jakob Bürger haben, Bischofsvikar für missionarische Pastoral, der auch sein Arbeitsfeld ist noch in Klärung, aber in dieser Richtung auch begleiten wird. Dass man was wagt, sich fragt, was ist denn der Auftrag heute, dort, da? Er ist noch jetzt in einer Ausbildungs- und Suchphase und wird dann nach Ostern voll im Dienst sein, eben für unsere Diözese. Ich habe persönlich sehr viel gelernt von einer Pfarrerin in Baltimore, das ist im Bundesstaat Maryland, Hauptstadt, Pfarre Sensitivity, die hat ein Programm Repeat, ich habe das mehrfach schon erwähnt. Das ist aber nie
sich das Programm LIVT, LIFT, vorgenommen. Dahinter steht Georg Plath, ein Institut für, oder ein, sagen wir, ein Unternehmen, wenn man so will, Pastoral Innovation. Wir werden am 7. Mai nach München fahren und dort wird das präsentiert. Eine Hilfe unter vielen, damit Pfarrer wieder ihre Mission entdecken. Ich glaube, hier unter im Saal darunter wird heute auch vorgestellt werden: Gemeindebegleitung, Gemeindeberatung, Glaubenskurse und so. Ich sage mal, das Wesentliche in der Gemeinde finden, wenn wir uns das besser dann vorstellen. Ja, das scheint mir ganz wichtig, diese Begleitung, und wir lernen alle voneinander. Drittens, also machen wir das Richtige, machen wir es gemeinsam, ist die Frage. Machen wir es gemeinsam. Ich erzähle einen kleinen Traum, den ich hatte, und zwar von einem, also es ist eine Baustelle, ein Haus, das so Rohbau ist und fertig werden ist, und ich habe sehr gerne als Bub mitgearbeitet, zu Hause war immer Baustelle, kann das auch ein bisschen verputzen und stemmen und so weiter. Und da arbeitet irgendwo in einem Raum im ersten Stock mein Freund, dem ich in der Jugendarbeit viel gemacht habe. Und ich auch irgendwo unten in einer Ecke. Und ich schwitze und bohre irgendetwas. Und dann plötzlich ruft er von oben: Hermann, wo bist du eigentlich? Er sagt: Ja, da hinten. Der Baustelle da hinten, und ich werde irgendwas montieren. Und er sagt dann: Hermann, machen wir es doch gemeinsam. Das war für mich ein Traum, der mir sehr zu denken gegeben hat. Ich merke noch kaum einen Traum, aber ich habe so ungefähr fünf, die immer so im wesentlichen Entwicklungsstufen meines bisherigen Lebens waren. Hermann, machen wir es doch gemeinsam. Da sind wir ganz tief hineingegangen. Weil wir sind, viele von uns sind Individualisten, denn man möchte etwas durchziehen. Sind wir ein loser Haufen von Einzelkämpfern, die sich für unersetzlich halten? Mir fällt dazu die spaßige Bemerkung ein: Der Friedhof ist voll von Leuten, die gedacht haben, dass sie unersetzlich sind. Vorsicht also vor Platzhirschen. Das sind Männer und Frauen, die so viel machen und immer noch mehr machen. Und sie müssen an jedem Sonntag zweimal gelobigt werden, damit sie irgendwo weitermachen, damit sie nicht beleidigt sind. Und so gut wie sie kann es niemand. Versteht ihr? Das ist für jede Farbe ein Thema, weil sich Kompetenz, Wissen akkumuliert und dann macht es niemand mehr so gut, so schnell, so. Ne? Also, Entscheidung: Dienste begrenzen. Ja? Wechseln. Auch wenn man es ganz so gut kann, dies und jenes, ich mache jetzt mal was anderes. Ich gebe den Platz frei. Sind wir kreativ genug, um, wie haben wir das so schön hier formuliert, zum Einbinden und Platz machen für Menschen, die auch gerne einen Beitrag leisten möchten. Wir ist größer als ich. Slogan der Caritas, das kann man sich immer merken. Papst Franziskus spricht von einer Mystik des Wir. Das heißt nicht, ich gehe nur meinen spirituellen Weg und ich mache mein Zeug so, wie ich das mache, und weh, das kritisiert jemand, dann schmeiße ich alles hin. So, hallo. Schauen wir uns in die Augen. Baustelle: Hermann, bohr nicht irgendwo an der Ecke oder mach dort, sondern machen wir es doch gemeinsam. Dann sind wir auch von Gott gesegnet. Machen wir es gemeinsam. Was lassen wir weg? Ich habe das schon kurz jetzt gestreift. Sonst geht es uns so wie einen Christbaum. Jedes Jahr kommt ein neuer Spruch dazu und eine neue Kugel dazu und der wird schon immer. Hängt man noch was drauf? Mit dieser Frage bemühen wir natürlich das Eingemachte, weil gewisse Aktivitäten sind über die Jahre gewachsen
und sind so kostbar geworden. Und man ist verliebt in dieses oder jenes. Wie es war am Anfang, so auch jetzt in alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Was immer so war, ne? Wir sagen, hallo, es ist ein schwaches Argument. Es muss noch begründet werden. Nur weil es immer so war, muss es vielleicht nicht immer so sein. Also das Weglassen, das hat aber auch mit Tränen zu tun, sich verabschieden. Das ist nicht leicht. Ein Beispiel, damit ihr ein bisschen was zum Schmunzeln habt. In einer meiner Pfarren gab es den Fetzenmarkt, also den Flohmarkt. Floh und Flöhe und Fetzen, erkennt ihr zusammen. 10 Personen waren das ganze Jahr beschäftigt, um Kleider zu sammeln, jede Woche mal herauszuholen, damit sie nicht zum Märchen anfangen, dies zusammen, jenes. Und sie haben geklagt, weil keine neuen, keine jungen dazukommen. Sie sind schon älter geworden. Jede Woche ein Vormittag mit dem Klumpert. Und sie sagen, Herr Pfarrer, du musst das ansagen, das ist so wichtig. Und dann haben sie mir das Fotoalbum gezeigt, wie das immer toll war. Aber eigentlich, bei dem Verkauf kann es ist nichts mehr zusammenkommen. Ich sage, ich gebe euch die 200 oder 300 Euro und machen wir Schluss. Ja, um Gottes Willen, ja, ist unser Dienst nicht mehr wichtig. Es war ein Wisser. Erst nach 2 Jahren ist es gelungen, die Fetzen loszuwerden. Warum ist das so wichtig? Damit man Energie und Zeit hat für Neues, für Wesentlicheres. Es geht ja nicht um Brokhalten. Also bitte das nicht mit nach Hause nehmen und sagen, jetzt müssen wir alle Fetzenmärkte schließen. Das kann schon dort und da wirklich von Bedeutung sein. Aber dort und da bitte schließen. Oder andere Beispiele, findet etwas, was lassen wir los? Ein qualifiziertes Weglassen braucht gute Kriterien und Mut. Gute Kriterien sind zum Beispiel, passt Einsatz und Wirkung zusammen. Einsatz und Wirkung. Zum Beispiel, manchmal für Wochentagsveranstaltungen nehmen wir uns wahnsinnig viel Energie und dann kommt ein kleines Häufchen. Und denke ich mir, und der Sonntag geht so nebenbei. Aber das wissen wir ja, aber das tut die Lehrerin auspackt schon. Der Vater hat vielleicht kurz Zeit, um bei Ihnen vorzubereiten. Passt schon, läuft schon. Da sind aber wesentlich mehr Leute. In meinem Kopf, wie ich das kapiert habe, umgedreht. Jeder Sonntag muss ein Fest sein. Volle Energie auf den Sonntag. Volle Energie auf den Sonntag. In der Vorbereitung, in der Nachbereitung, nicht nebenbei. Unter der Woche, die Leute sind ohnehin so beschäftigt. Das heißt, man muss sehr gut überlegen, welche Akzente unter der Woche, was ist wirklich notwendig. Sonst weg damit, Konzentration auf den Sonntag, aber das ein Fest. Von Empfang bis zur Verabschiedung ein Fest. Auch für die, die ab und zu hereinstolpern. Einsatzwirkung für die Firma. Wahnsinnig viel Energie, die da reingeht. Ich frage mich manchmal, die sind 12 oder sind es 14-Jährigen, die wollen ja Ruhe haben. Die sind jetzt nicht so beschäftigt. Wir geben ihnen wieder ein Signal, dass sie uns wichtig sind. Das ist die Bedeutung. Aber jetzt zu meinen, dass wir sie weisbar jetzt zu einem bewussten Glauben führen können, großes Fragezeichen. Das heißt, nicht die Firmung abschaffen, aber konzentrieren. Dafür, wie schaut es aus mit Jungfamilien? Wo Menschen ganz neue Etappe erleben, überrascht sind vom Geschenk des Lebens, als Väter und Mütter in einer ganz neuen Rolle sind, froh werden über Kommunikation, Unterstützung, über Gebet. Haben wir keine Zeit. Wir haben schon wieder Firmenvorstellungen, was weiß ich, Zwischenvorstellungen. Abschlussveranstaltung für den und so weiter. Versteht ihr? Also überlegen. Mit diesen Fragen, was ist wichtig? Machen wir es gemeinsam? Was lassen wir weg? Kommen wir schon an das Eingemachte? Ich bitte euch, das einfach gemeinsam zu beraten. Nicht mit Grobheit, dafür stehe ich nicht.
was zu verändern, aber kritisch, auch selbstkritisch zu sein in euren Gremien und dann was zu probieren. Es darf was furchtbar daneben gehen. Das macht mir gar nichts. Ich habe in meinem Vatersein auch viel Blödsinn gemacht. Aber einiges ist gelungen. Und das ist geblieben, gewachsen. Also wenn man nichts ausprobiert, also gönnen wir uns auch diese Fehlerkultur, das macht doch nichts. Ich sage, jetzt setzen wir mal auf das Pferd, um das mal nicht zu halten, und wir aufsteigen. Anderes. Wer gehört zu uns? Fünfte Frage. Wen meinen wir, wenn wir sagen? Wer ist das Volk? Die Leute wollen das nicht. Hat mir jetzt auch wieder mein Vater gesagt. Denke ich mir, welche Leute hat denn der im Ohr, im Herzen? Die Leute wollen das nicht. Ich werde gespannt, wie viele das von seiner Dorfbevölkerung sind. Die Leute wollen das nicht. Kritische Fragezeichen. Wer ist mit dem Volk gemeint und was sind die anderen? Wen meinen wir, wenn wir hier sagen? Der Raum der Zugehörigkeit, wer gehört dazu? Sind es die Kirchengeher, die praktizierenden Katholiken, wie man sagt? Oder auch jene, die ab und zu in die Kirche hineinstolpern? Wer ist drinnen, wer ist draußen? Gehören auch die Armen zu uns? Oder sind sie eher nur die Menschen am Rande? Ein Pfarrer hat gesagt, auf die Frage, welche Gesichter von Armut gibt es in der Pfarrgemeinde, hat erzählt, er gesagt, ich bin zur Gemeinde gegangen, zur Sozialreferentin, zu fragen, ob es bei uns Arme gibt. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das sollte ungefähr selber wissen. Man kann sich schon erkundigen und austauschen. Aber es hat mir ein bisschen geschreckt. Muss man aufs Gemeindeamt gehen, um zu fragen, ob es in der Gemeinde Menschen in besonderer Not gibt. Fällt das der Pfarrgemeinde nicht auf? Den Gläubigen nicht auf? Der Pastoralassistenten nicht auf? Den Pfarrer nicht auf? Wer gehört zu uns? Agieren wir als Verein neben anderen Vereinen? So wisst ihr, der Verein definiert sich Vereinsziele und du kehrst dazu und musst die Einschaltung fertig. Oder nicht in dieser Vereinsmentalität, bitte Klammer auf, Gott sei Dank haben wir viele Vereine in Tirol, die ich sehr schätze. Von den Traditionsvereinen angefangen, über Musik, herauf zum Sportverein, das ist für das Zusammengehören unserer Land ganz, ganz wichtig. Aber was ich meine jetzt negativ, die Vereinsmentalität. Also wir sind ein Club unter anderem, Kirche ein Verein unter anderem. Wir sagen, nein, wir sind kein Verein unter anderem. Wir kooperieren mit den Vereinen hoffentlich möglichst bewusst. Aber wir stärken das Wir-Gefühl von allen, die an diesem Ort wohnen. Ob katholisch oder nicht, ob weiß Gott wie gläubig oder nicht, ob sozial bedürftig und mit dem Leben kämpfen oder sehr erfolgreich. Dafür steht Kirche. Also integrieren, nicht ausgrenzen. Sechste Frage, wie geschieht Leitung? Wie geschieht die Leitung der Pfarrer? Die geschieht immer. Ein loser Haufen wird auch geleitet, durch den Zufall. Oder versteckt durch jemanden, der das an sich nimmt. Ja? Bewusst oder unbewusst, es gibt einflussreiche Personen oder Gruppen in der Pfarre, die die Leitung übernehmen, wenn sie nicht klar ausgesprochen ist. Man kann sehr autoritär, sehr bestimmend, befehlsausgebend leiten oder hörend, kommuniziert, klar, Menschen ermächtigend, bevollmächtigend, wie dieser schöne Ausdruck heißt, dass sie in ihrer Gruppe ihre Verantwortung wahrnehmen. Wie passiert Leitung? Der irgendwer leitet immer. Haben wir gesagt, die Häuser sind Leiter den Pfarrer. Ja? Aber dieser Berufsstand ist leider so im Schwinden, deswegen möchte ich ein positives
für die Frauen, welche in den Pfarrhaushalten arbeiten, vielleicht werden es auch wieder mehr. Die Kultur des Pfarrhauses ist mir sehr wichtig. Da müssen wir also nachdenken, wie das wieder, aber es ist sehr anspruchsvoller Posten, weil man sehr diskret sein muss, voll da sein muss, oft von den Leuten angefragt wird für alles Mögliche. Schauen wir zu. Wer leitet die Pfarrer? Das kann auch der Messer sein. Das könnte ich genauso wie eine Serie von Lob für die Messerei. Ja, ganz wichtig. Aber wer leitet wirklich? Sind es die Koordinatorin, das Neusystem, die übertragen, delegieren? Ist es der Pfarrer? Ist es klar? Oder sind die Vorstellungen? Oder sind es Ängste, die eine Pfarrer leiten? Oder falsche Träumereien? Weil wenn es nur so wäre wie in den 70er Jahren, dann waren wir alle zusammen. 100 Erstkommunionkinder, das war ein Traum. Und bei den Leuten waren drei Gruppen. Jetzt sind die Erstkommunionkinder auch schon 50. Ja? Und deine Kinder sind nicht mehr da, aber sie sind weggezogen. Also Träume können auch fehlleiten. Aber gibt es eine gute Vision, einen Auftrag für diesen Ort? Wie geschieht Leitung? Leitung ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ein Charisma, wie man sagt. Ein Dienst für andere. Jeder, der in der Politik tätig ist, und Gott sei Dank haben wir Frauen und Männer, die das machen. Das ist kein einfaches Geschäft. Und wo, wenn die Freunde sagen, sie sind zu Wortmeldern, meine erste Wortmeldung ist Danke, dass ihr das tut und mit euch viele Frauen und Männer in unserem Land, weil es ist immer leichter, über die Politik zu schimpfen, als ihnen zu danken, dass sie versuchen zu gestalten. In einer Wohlstandsgesellschaft Politik zu machen, ist kein einfacher Aufwand. Jetzt gehört Tiroler Wort auch. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also, Verantwortung zu nehmen, zu leiten, du stehst ja dort, du bist angreifbar, aber es ist auch ein Dienst. Du kannst auch gestalten. Aber das muss klar sein, wir haben schon gesprochen, auf Fortbildung anbieten zu diesem Thema der Leitung. Es ist für unsere Gemeinde und Pfarrer ganz, ganz wichtig. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, das Charisma, ein Dienst und braucht Übung. Von der kleinsten Gruppe, die ich leite, bis zum Seelsorgeraum. Siebte und letzte Frage. Bin ich ungefähr der Zeit? Was? Seid ihr noch nicht eingeschlafen? Geht doch. Ah! Man ist zuhören, ist immer viel anstrengender als reden, ja? Aber eben ist noch niemand eingeschlafen, aber zuhören zu machen. Genial hat das mein Vater praktiziert, hat nämlich lange das Katholische Bildungswerk im Ort geleitet und war Bauernbundoma und so weiter, hat dann Referenten vorgestellt und für den Abend halt begrüßt. Dann setzt er sich in die erste Reihe und schläft ein. Die Mama sitzt daneben und sagt, ja, weißt du, einfach, zwei Sätze und drang. Aber ich glaube, wenn man morgen um 5 Uhr aufsteht, als Elektriker kommt oder Lokführer kommt, dann hat man einen Hof nebenbei, einen großen, und das dann abends und haben auf die dann noch viel bis wieder im Bildungswerk-Vortrag. Wie lebendig sind wir? Die Klage, dass zu wenig Kinder und zu wenig Jugendliche im Gottesdienst sind, bitte, diese Klage hat so einen Wert. Ja. Das möchte ich eigentlich nicht mehr oft hören. Vergessen wir das einfach. Die jungen Leute werden ihre Gründe haben, warum sie nicht kommen. Meistens einfach zu fad. Jetzt muss der Twitter nicht schon ein bisschen frech, gell? Aber das ist natürlich schwierig, denn ich bin für eine sehr verlässliche Liturgie, für eine schöne Liturgie, für eine lebendige Liturgie. In der Mitte muss sie lebendig sein, das gilt auch für die Musik. Und Lebendigkeit steckt an. Ich bin nicht dafür, dass man der Liturgie herumbastelt und was was dies und das. Aber es braucht manchmal Elemente. Für Kinder braucht es, ich glaube, das sollten wir uns mehr noch zu Herzen nehmen, parallel zum Wortgottesdienst auch ihren kleinen Wortgottesdienst. In ganz einfacher Weise. Ich denke, würde ich sagen, für die Jugend und zu euch in der Stilfeier, also sprich zur Nachbereitung, zur Qualifikation kommt man wieder zusammen.
Warum nicht das Andenken? Kinder sind anspruchsvoller geworden. Die lassen sich nicht mehr ruhig stellen. Wir sind obsessen dort. Und die Messung von Sinne, die dauert dann immerhin. Halbe Stunde Ruhe oder 40 Minuten. Heutzutage Kinder, die wollen kommunizieren, die wollen dabei sein. Sonst gehen sie den Eltern nur auf die Nerven und die haben ein schlechtes Wissen. Die Leute schauen dann schon so deppert. Das sind aber die Kinder im Griff. Ne? Also, da hast du Stress als junge Mutti. Da müssen wir mit mir reagieren. Kinder lassen sich nicht abspeisen, Gott sei Dank. Also, die Frage ist, sind wir innerlich jung geblieben? Jugendlichkeit steckt an. Ich könnte von alten Leuten sprechen, die haben ein strahlendes Gesicht. Die sind jünger als so manche 20-Jährige, die schon alles abgeschrieben haben. Die nichts erwarten. Jugendlichkeit nicht Frage des Alters, sondern innere Beweglichkeit, Lebendigkeit. Und das fasziniert. Also die Frage lautet, wie lebendig sind wir? Nicht, wo ist die Jugend? Wenn es mich interessiert, wo die Jugend ist, dann soll man am Samstag auch mal ausgehen. Ja? Ja, warum nicht? Und dann schauen wir. Die Mitte.
all unserer Aktivitäten und unseres Tuns. Zweite Frage, machen wir das Richtige? Frage nach Priorität. Dritte Frage, machen wir es gemeinsam. Vierte Frage, tut weh, was lassen wir weg? Fünfte Frage, ja, wen meinen wir, wenn wir wir sagen? Sechste Frage, wie geschieht Leitung? Wie? Bevollmächtigend oder nicht